bin natürlich nicht wirklich einer dieser Gruselclowns. Die Chance, einem zu begegnen, ist mittlerweile aber gar nicht mehr so gering. Bis nach Potsdam sind die Geschichten schon gekommen. Also was tut man, wenn man einem begegnet, der tatsächlich echt ist? Solche Scherze können vor allem momentan schnell nach hinten losgehen. Da wollte man nur jemanden erschrecken und am Ende ist man selbst erschrocken, wie die Situation ausgegangen ist. Mittlerweile ist das Gruselclown-Phänomen bis in die Havelstadt vorgedrungen, meist in Parks und dunkleren Ecken der Stadt. Da man nie weiß, wie gefährlich so eine Situation sein kann, haben wir bei Selbstverteidigungsexperte Sebastian Satu-Kopke Rat gesucht. Er soll unserer Schauspielerin Maximiliane ein paar Anleitungen geben. Das Wichtigste für Satu ist die Deeskalation. Geht doch sehr, sehr schnell nach hinten los. Ich hatte jemanden erwischen, der sich erschreckt und vor Panik nicht mehr aufhört zu schlagen und zu treten. Und wenn du dann Clown bist, der sich einen Spaß machen wollte, dann geht der Spaß ganz schnell nach hinten los. Andererseits gibt es aber welche, die wollen die Clowns auf die Nase hauen. Und jetzt gibt es vielleicht schon ein paar Sportler, die halt sagen, Mensch, ich bin die ganze Zeit anonym gewesen. Ich konnte umherprügeln und machen, was ich tue. Ey, die Clownsmaske ist ja total geil. Ich gehe mal los und verbreite Gewalt. Wenn man dann so in die redet, ist es auch blöd, wenn man versucht, sich zu wehren, weil der kann dann kämpfen. Von daher, man kann die Situation einfach nicht einschätzen richtig. Ansonsten seht es einfach ein bisschen lustig und wenn es wirklich zu ernst wird, raus aus der Situation, ja nicht anfangen zu kämpfen. Eine grundsätzliche Abwehrhaltung ist in jedem Fall wichtig. So kann man sich vor eventuellen Angriffen schützen. Da man nicht weiß, ob man angegriffen oder erschreckt wird, sollte man auch auf so viel Abstand wie möglich gehen. Der Horrorclown hat Maximiliane bereits gepackt. Sie muss sich aus seinem Griff befreien. Ist das geschafft, sollte man schnellstmöglich flüchten und nicht auf weitere Aktionen warten. Auch wenn solche Trainings nur einen Eindruck geben, sie stärken das Selbstbewusstsein und das schafft Sicherheit. Also, ob ich jetzt tatsächlich mit der Situation klarkomme, weiß ich jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig. Kann ich ja nie hundertprozentig wissen. Man weiß ja nie, ob irgendwie was anderes passiert, was man sich vorgestellt hat. Aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen selbstbewusster und ich glaube, schon allein das ist ja, kann ja vorteilhaft wirken, weil man schon so selbstbewusst wirkt. Vielleicht passiert es dann auch, kommt es auch gar nicht so weit oder lässt sich schon von meiner Ausstrahlung abschrecken oder was auch immer. Aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen sicherer und ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Klar ist man nie ausreichend auf solche Situationen vorbereitet. Auch wenn es nur ein Scherz ist, kann es schlimme Folgen haben. Über die Halloween-Zeit sollte man einfach die Augen offen halten und dunkle Ecken meiden. Ansonsten kann man nur an die Gruselclowns und Trittbrettfahrer appellieren, solche Scherze zu unterlassen. Denn auch für sie geht es nicht immer gut aus.